Mit wem haben Sie es zu tun? Ich bin Consultant hier bei InfoWarn jetzt seit ein paar Jahren. Bin im Schwerpunkt unterwegs mit Teams und Skype for Business mit Fokus Anbindung von PSTN, auch eben viel mit Koexistenz, Telefonanlagen, Migration, Telefonanlagen Richtung Skype oder Richtung Teams. Und zweites Standbein ist so ein bisschen dann gewachsen. Realtime-Traffic ist immer ein Thema. Das heißt, ich habe mich in Richtung Netzwerkvoraussetzungen, Netzwerkassessment, Netzwerkbegutachten in ist es ready für Office 365? Das ist so der zweite Schwerpunkt, den ich noch habe. Ich würde direkt ins Thema einsteigen. Das heißt, um was geht es heute? Thema des Webinars ist ja, wie kann ich dann meine vorhandene Telefonanlage nutzen, um mit Teams auch raus ins Amt zu telefonieren? Die Teams-Telefonie ist ja einfach schon, ich sag mal, mit vorhanden mit den Lizenzen, aber was ist, wenn ich ins PSTN möchte? Was bietet Microsoft hier an als Service? Das ist ein ganzes Bundle an Backend-Infrastruktur, um Telefonie bereitzustellen. Das heißt, ich habe im Prinzip einmal den Soft-Client mit Microsoft Teams, habe einen Desktop-Client, kann über Browser telefonieren, auch sogar wirklich raus ins Amt telefonieren, ins PSTN und kann auch die Mobile-App nutzen. Das heißt, ich habe für verschiedenste Geräte und Soft-Client parat. Ich habe das Phone System, das Microsoft Phone System. Das ist im Prinzip das, was Ihre jetzige TK-Anlage, also wirklich den Anlagenserver mit der Konfiguration, der Routing-Steuerung, den erweiterten Features ersetzt oder, ich sag mal, dasselbe eben abbildet in der Cloud. Was habe ich noch? Ich habe jede Menge Reporting-Features, Monitoring-Features, also die Call Analytics genauso wie ein Call Quality Dashboard. Ich habe erweiterte Funktionen, das heißt, das sind Geschichten, das geht so ein bisschen in Richtung Anrufwarteschleifen, automatische Telefonzentralen. Es wird Schnittstellen geben für Callcenter-Lösungen, für Vermittlungsarbeitsplätze, die Möglichkeit, über diese Schnittstellen auch andere Erweiterungen zu nutzen. Und nicht zuletzt der Teil, über den wir uns jetzt heute unterhalten, das ist die Anbindung ans Amt. Ich habe zwei Möglichkeiten, mit Teams auch raus zu telefonieren. Einmal über Microsoft Calling Plans. Das ist der Part, über den wir uns heute nicht unterhalten, weil wir jetzt hier interessiert sind daran, Ihre Telefonanlage zu koppeln mit Teams. Und die Koppelung der Telefonanlage ist ausschließlich über Direct Routing möglich. Die Anrufpläne, die Sie nicht nutzen können, würden erfordern, dass Sie im Prinzip Ihren kompletten Rufnummernblock zu Microsoft migrieren und damit ist er einfach für Ihre vorhandene Telefonanlage nicht mehr verfügbar. Das ist der technische Hintergrund, warum es nur einen Weg gibt. Was ist jetzt dieses Direct Routing? Warum heißt es eigentlich auch Direct Routing? Wer sich so ein bisschen mit Skype for Business früher beschäftigt hat, der weiß, dass mit Skype Online auch schon lange das Telefonieren ins Amt möglich ist. Aber ich brauche in der On-Prem-Infrastruktur hier jede Menge Komponenten, jede Menge Sync zwischen Online-Infrastruktur und On-Prem-Infrastruktur. Und im Gegensatz dazu kommt jetzt mit Teams Direct Routing eine wirklich wesentlich verschlankte und vereinfachte Anbindung. Das heißt, ich habe jetzt hier wirklich auf einer Seite das Amt direkt verbunden mit meinem Session Border Controller und den kann ich direkt mit dem Phone System verbinden, ohne weitere Serverkomponenten dazwischen, so wie es hier einfach all die Jahre nötig war. Das heißt, es ist ein Riesenschritt nach vorne, sage ich jetzt einfach mal, was eine Integration angeht in eine vorhandene Infrastruktur. Und ich habe mit Direct Routing eine Menge Vorteile. Also das heißt, ich habe eben die Möglichkeit hier Interop mit Third-Party-Systemen, das heißt eben Koexistenz mit vorhandenen Anlagen aufzubauen. Ich kann meinen vorhandenen Telefonanschluss weiter nutzen. Also ich muss keinen Providerwechsel vollziehen, wie es eben mit den Anrufplänen der Fall wäre. Ich kann Media Bypass nutzen, habe eine Verfügbarkeit in
mehr Ländern als die Anrufpläne. Also Anrufpläne sind, glaube ich, irgendwie 19, 11, 12 Länder. Mehr hat Microsoft dann nicht mehr ausgehandelt an Verträgen mit Providern, weil es dann wohl doch aufwendiger war als gedacht. Mit Direct Routing kann ich im Prinzip so ziemlich in jedem Land eine Verbindung herstellen. Ich bin sehr flexibel, was die Bereitstellung angeht. Wenn wir dann über eine Migration sprechen, habe ich damit im Prinzip ein offeneres System, um eben auch Drittsysteme anzubinden, also nicht nur eine Telefonanlage, sondern auch die ganze Telefonieperipherie drumherum. Das sehen wir später nochmal so ein bisschen im Detail. Und ich habe letztendlich die Option, das Ganze auch wirklich sogar als Cloud-Only-Solution zu betreiben, auch wenn ich für Direct Routing einen Session Border Controller benötige, kann ich das Ganze als reine Cloud-Lösung bereitstellen. Kann auch das Ganze als Managed Service einkaufen über verschiedenste Optionen. Welche Modelle habe ich für das Deployment? Sind im Prinzip zwei Stück. Unser Fokus ist ganz klar auf diesem Customer Premises Model. Also das bedeutet, der Kunde hat einen Tenant, der Kunde hat einen oder mehrere SBCs und bindet damit seine eigene Infrastruktur an. Im Gegensatz dazu Hosting-Modell, das ist dann im Prinzip das, was Provider anbieten. Sie teilen sich den SBC mit anderen Kunden. Sie haben damit oder der Provider hat damit die Möglichkeit, mehrere Tenants anzubinden. Das ist was, was wir als Infovan nicht anbieten. Was brauche ich jetzt für dieses Teams Direct Routing, um das nutzen zu können, um eine Verbindung mit meiner TK-Anlage herzustellen? Es sind ein paar Dinge, die ich vorbereiten muss. Also das Wesentliche ist, ich brauche einen zertifizierten Session Border Controller. Was bedeutet zertifiziert? Ich zeige nachher nochmal ein paar Punkte dazu. Ich brauche eine Abnahme letztendlich für diesen Session Border Controller von Microsoft. Also das heißt, ich muss mich für einen Zertifizierungsprozess registrieren, anmelden, muss den durchlaufen und dann bekomme ich den Stempel als Hersteller. Als Kunde brauche ich einfach einen solchen Session Border Controller, um die Verbindung herzustellen. Ich brauche ein öffentliches Zertifikat für diesen Session Border Controller. Der kriegt einen öffentlichen FQDN, braucht eine eigene öffentliche IP-Adresse. Ich werde meine Firewall-Regeln anpassen müssen. Sprich, neue Rulesets kommen dazu. Also das heißt, die Infos auf der Office 365 URL und IP-Adressseite enthält keine Informationen für Direct Routing. Das heißt, selbst wenn Sie Ihre Infrastruktur schon auf Office 365 vorbereitet haben, auch die Firewalls vorbereitet haben, werden Sie für Direct Routing nochmal zusätzliche Regeln brauchen. Was ich noch brauche, sind Microsoft-Lizenzen. Zu den zertifizierten Session Border Controllern. Es gibt 6 Hersteller aktuell, die diese Zertifizierung erhalten haben. Die größten sind AudioCodes, Ribbon Communication und Oracle. Also die haben im Prinzip so das größte Portfolio. Dann gibt es noch kleinere, jeweils mit einem Gerät, Thingtel, T-Systems und einer, der mir leider häufig hinten runterfällt. Es gibt wenn man sich das anschaut, also unten ist im Prinzip die Seite verlinkt, auf der Sie immer aktuell nachschauen können, welche Modelle haben denn eine Zertifizierung, weil die Hersteller nicht alle ihre Modelle in die Zertifizierung schicken, sondern ausgewählte. Sie werden aber auf jeden Fall ein Portfolio finden, was Ihnen die Möglichkeit gibt zu entscheiden, nehme ich ein Hardware-SBC oder will ich virtualisieren? Und Sie können sich entscheiden, ob Sie, wenn Sie virtualisieren, den Session Border Controller on-prem bereitstellen oder in der Cloud. Sie können Session Border Controller in Azure bereitstellen, Sie können AWS bereitstellen, also gibt auch da flexible Optionen. Und gerade die Großen haben auch alle E911 Support, kann dann relevant sein, wenn Sie Standorte einfach in Amerika haben. Wir haben eine Partnerschaft mit AudioCodes, das heißt, wir sind zertifiziert für die Anbindung vom PSTN, von ZipTrunks, von ISDN, von Teams, Skype for Business, whatever,
über Audiocodes, Session Border Controller und Gateways. Warum nur Audiocodes? Weil die Anbindung schon, oder ich sag mal, die Konfiguration sich unterscheidet. Also das heißt, die SIP-Grundlagen sind immer dieselben, aber nur weil ich einen Audiocode-Session-Border-Controller konfigurieren kann, heißt das noch nicht, dass ich eben genauso im nachtwandlerischer Sicherheit dann auch ein System von Ribbon konfigurieren könnte. Über Transferleistung ist bestimmt vieles möglich, aber wir sagen einfach so dieses Selbstbewusstsein und das, wo wir sagen, da können wir wirklich liefern mit einem vernünftigen Aufwand, das sind die Audio-Kurzgeräte. Eine der Voraussetzungen, die ich genannt hatte, waren ja die passenden Microsoft-Lizenzen. Der Lizenzdschungel bei Microsoft, mit dem haben Sie sich bestimmt alle schon mal befassen dürfen. Das heißt, was wir versuchen möchten, ist einfach ein bisschen Klarheit reinzubringen, welche sind denn jetzt wofür relevant. Ich möchte hier unterscheiden einmal zwischen dem Lizenzangebot an Unternehmen mit mehr als 300 Office 365 oder Microsoft 365 Lizenzen. Das heißt, wenn Sie mehr als 300 Seats haben im Tenant, dann benötigen Sie, also dann werden Sie auf jeden Fall Enterprise-Lizenzen nutzen. Und je nachdem, ob Sie eine E1, eine E3 oder eine E5 nutzen, müssen Sie, um Ihre Telefonanlage über Direct Routing anbinden zu können, Add-on-Lizenzen kaufen. Das heißt, diese Add-on-Lizenzen nennen sich Telefonsysteme und Audiokonferenzen oder dann eben, je nachdem, in Englisch Phone System und Audiokonferencing. Die sind in der E5 mit drin. Für die E3 und für die E1 müssen Sie die separat zukaufen. Entweder über Ihren CSP oder selbst mit dazu buchen. Voraussetzung ist, es müssen erst die Enterprise-Lizenzen im Tenant sein, dann kann ich die Add-on-Lizenzen dazu buchen, vorher werde ich die nicht finden. Bei Audio-Conferencing für Enterprise-Unternehmen, also für große Unternehmen, gibt es noch zwei Optionen. Das heißt, ich kann das traditionelle Audio-Conferencing zubuchen. Das bedeutet, das ist eine Pauschale für, je nachdem, welchen Vertrag Sie mit Microsoft haben, 3 € irgendwas im Monat. Und diese Lizenzen weise ich pro Benutzer zu. Und der Benutzer kann damit Besprechungseinladungen mit einer Einwahlnummer verschicken. Und die Einwahl ist für die Teilnehmer kostenpflichtig, ganz normal. Also das ist jetzt nicht eine gebührenpflichtige Nummer, sondern es fallen die üblichen Telefonkosten an. Sie selbst zahlen aber für diese Einwahl nichts. Sie stellen im Prinzip diesen Dienst pauschal bereit, pro Benutzer, der so eine Lizenz bekommt. Es gibt eine zweite Variante, die nennt sich Audio Conferencing Pay per Minute. Die steht Unternehmen zur Verfügung, die Volume Licensing Verträge oder EAs mit Microsoft haben. Sie können dann über ihren Account Manager im Prinzip dort bei Microsoft anfragen, Sie möchten Audio Conferencing Pay per Minute nutzen. Was ist der Unterschied? Das ist dann keine Pauschale mehr. Das heißt, es sind auch wieder Lizenzen, die weise ich dem Benutzer pro Nase zu. Aber es fallen für mich Kosten nur dann an, wenn jemand sich in die Konferenz einwählt. Also das heißt, der Unterschied, das eine ist, ich habe pauschale Kosten pro Benutzer jeden Monat, Fixkosten. Das andere ist, ich habe dynamische Kosten. Das wählen aktuell einige unserer Kunden, um erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie intensiv dann wirklich diese Einwahlen genutzt werden, um dann zu entscheiden, ist für Sie das flexible Modell das kostengünstigere oder ist es am Ende doch günstiger, wenn Sie das pauschale Audiokonferencing nutzen. Genauso wie Audiokonferencing ist Telefonsystem eine Lizenz, die Sie pro Benutzer zuweisen. Die hat jetzt nichts mit Konferenzen zu tun, sondern Telefonsystem brauchen Sie jetzt dann zur Integration Ihrer Telefonanlage, zur Koexistenz. Das heißt, möchte jemand über Teams ins Amt telefonieren, dann muss ihm eine Telefonsystemlizenz zugewiesen werden. Vorher können Sie ihm keine Rufnummer zuweisen.
Jetzt gibt es neue Bundle-Angebote seit diesem Jahr. Microsoft 365 Business Voice. Dieses Bundle-Angebot richtet sich an Unternehmen mit bis zu 300 Lizenzen. Diese Unternehmen haben in der Regel nicht zwingend immer Enterprise-Lizenzen im Tenant, sondern nutzen eben auch F-Lizenzen, A-Lizenzen oder Premium-Lizenzen, also Business-Lizenzen, nicht Premium. hier sieht es so aus, dass Sie an der Stelle dann eben nicht diese einzelnen Add-on-Lizenzen zukaufen. Können Sie tun, wenn Sie Enterprise-Lizenzen haben. Für die anderen, die Business und die F und die A, können Sie diese Einzellizenzen nicht zukaufen, sondern können dann Business Voice zukaufen. Dieses Business Voice gibt es in zwei Varianten, einmal mit Anrufplan und einmal ohne Anrufplan. Wenn wir jetzt über eine Koexistenz zu einer Telefonanlage sprechen, würde am meisten Sinn machen, die Business Voice ohne Anrufplan zu kaufen, da Sie ja die Telefonverbindung über Ihren vorhandenen Provider zur Verfügung stellen. Was Sie natürlich machen können, ist mischen an der Stelle. Können Sie auch genauso in den großen Unternehmen. Sie können natürlich überlegen, einige Standorte vielleicht mit Anrufplänen zu versehen, weil dort nur 3-4 Teilnehmer sind und dort sowieso keine Telefonanlage steht, und können parallel dazu trotzdem dann für andere Standorte mit einer Telefonanlage Direct Routing nutzen. Was ist für dieses Business Voice Bundle eine zwingende Voraussetzung? Sie müssen alle Postfächer nach Exchange Online migriert haben. Also das heißt, dieses Angebot mit den Funktionalitäten, das greift nur, wenn Sie die Postfächer online liegen haben. Solange Sie noch Postfächer on-prem haben, wird es für diese Benutzer nicht funktionieren. Ich bin jetzt nicht sicher, ich habe es noch nicht ausprobiert, ob Sie dann die Lizenz nicht zuweisen können oder ob Ihnen Funktionen verloren gehen. Das ist auf jeden Fall ein dedizierter Hinweis. Was ich sagen kann in der Enterprise-Umgebung ist, dort ist es so, dass dieser Hinweis nicht explizit genannt wird, aber wenn Sie ein Postfach on-prem haben, werden Sie zum Beispiel die Voicemail-Nachrichten nur über Outlook anhören und abrufen können und nicht in Teams sehen können. Das heißt, wenn das Postfach nicht in Exchange Online ist, gibt es eine Einschränkung, was den Voicemail-Dienst angeht. Die Voicemail ist voll funktional, es ist nur ein anderer Zugriff auf die Recordings. So, welche Apps muss ich denn jetzt in den Lizenzen aktivieren? Es ist ja jetzt so, wenn ich eine E5 zuweise, dann gehe ich ja nicht zwingend hin und aktiviere alle Apps, die drin sind in der E5, sondern ich selektiere nach Benutzergruppen, wer was benötigt. Die Mitarbeiter, die über Teams telefonieren können sollen, die brauchen als App aktiv das Telefonsystem, die brauchen Teams aktiv und Audiokonferenzen. Die Besonderheit ist, wenn Sie Skype for Business Online noch in Ihrem Tenant haben, das heißt, wenn Ihr Tenant einfach schon ein Ticken älter ist, dann haben Sie diesen Service noch drin, dann sollten Sie auch Skype for Business Online aktivieren, weil die Telefonieinfrastruktur, die Backend-Infrastruktur immer noch in großen Teilen die Skype for Business Backend-Infrastruktur mitnutzt. Das heißt, ist dieser Service für Ihren Tenant verfügbar, muss diese App mit aktiviert werden, sonst gibt es an der einen oder anderen Stelle ganz lustige Phänomene. Ist Ihr Tenant neu angelegt und Sie können gar kein Skype for Business Online aktivieren, dann ist das fein, dann haben Sie auch aber keine Funktionseinschränkungen. Das Lizenzthema, es gibt noch ein paar Zusatzlizenzen, die ich Ihnen gerne vorstellen würde. Die sind jetzt benutzerunabhängig, die werden Sie aber, wenn Sie PSTN-Anbindungen aktivieren, definitiv irgendwann sich doch betrachten müssen. Und zwar die erste Lizenz, Telefon im öffentlichen Bereich, die kommt dann zum Einsatz, wenn Sie mit Hardware planen. Also Teams-Telefone, Teams-zertifizierte Telefone, die Sie in den öffentlichen Bereich stellen. Also in Besprechungsräume, die in der Montagehalle an der Wand hängen, die vielleicht am Empfang stehen. Die können eben diese eigene Lizenz bekommen vor dem Hintergrund. Die ist wesentlich günstiger, als wenn Sie diesem Telefon jetzt eine E1 zuweisen zum Beispiel.
Was aber dieses Telefon braucht eben für PSTN-Calling ist wiederum Skype for Business Teams, Telefonsystem, Audiokonferencing. Diese Dinge, um funktional telefonieren zu können. Und dann steckt noch mit drin Intune, um die Telefone eben auch verwalten zu können über Conditional Access. Was muss ich wissen zu der Lizenz? Ich habe für Telefone im öffentlichen Bereich keine Voicemail. Macht bei diesem Use Case eigentlich auch keinen Sinn. Wer ruft in einem Besprechungsraum an und hinterlässt eine Voicemail, wenn er gar nicht weiß, wer an diesem Telefon die dann abhört? Also ich habe ja dann keine Nutzerbindung, sage ich jetzt mal, dahinter. Und wenn ich so ein Telefon nutze, was auf diese Art lizenziert ist, muss ich ein bisschen aufpassen. Ich zeige gleich noch eine andere Lizenz. Ich kann an Teams-Besprechungen nur über PSTN-Einwahl teilnehmen. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel ein großes Unternehmen bin und habe Audiokonferencing Pay-per-Minute gebucht, so dass ich ja selber auch Kosten habe, die bei mir anfallen, immer dann, wenn sich jemand einwählt, dann schlägt das dort zu Buche. Plus, ich habe meine ganz normalen Telefoneinwahlkosten, die jedes Mal anfallen. Also das heißt, es ist keine kostenfreie Teilnahme an einem Teams-Meeting mit einem Telefon mit der Lizenz möglich. Ich sehe diese Lizenz deshalb wirklich bei solchen Telefonen, die eben, wie gesagt, in der Montagehalle hängen, am Empfang stehen, also an Stellen stehen, wo ich nicht davon ausgehe, dass jemand auf die Idee kommt, an einem Teams-Meeting teilzunehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Konferenztelefon habe, also einen Besprechungsraum und stelle dort eine Konferenzspiele rein, ein Polytrio oder so ein Yealing 69, dann würde ich empfehlen, die Lizenz Teams Besprechungsraum zu wählen und zuzuweisen. Mit der Lizenz habe ich die Option, meinen Kalender angezeigt zu bekommen, also sprich den Raumkalender dieses Geräts, und kann einfach über OneTouch Join an der Besprechung teilnehmen. Es fallen keine zusätzlichen Kosten an. Warum nicht? Von den Apps her sieht es ja genauso aus wie die Lizenz vorher. Ich habe Skype for Business Teams, Telefonsystem, Audiokonferenzen und Intune. Der Hintergrund ist, dass Teams Raumsysteme ein bisschen anders angelegt werden. Das heißt, ich starte im Prinzip mit einer Ressourcen-Mailbox, also einer Shared-Mailbox, und aktiviere die dann für SIP, für UC. Und darüber hat dieses Gerät eine Mailbox. Darüber gibt es die Möglichkeit, dieses Gerät mit einzuladen. Ich habe einen Kalenderzugriff, der angezeigt werden kann auf diesen Konferenztelefonen und in den Teams-Räumen dann sowieso. Die letzte Lizenz, die noch relevant ist, die auch noch nicht so bekannt ist, ist Telefonsystem virtueller Benutzer. Die ist kostenfrei. Ja. Die brauche ich, wenn ich Anrufwarteschleifen und automatische Telefonzentralen nutzen möchte. Also das heißt, wenn ich eine Call Queue, so eine kleine Handgruppe anlegen möchte mit Agenten, die sich quasi eine Rufnummer teilen, eine Hotline zum Beispiel, und mit einer kleinen Verteillogik dahinter, Round Robin oder parallel, oder automatische Telefonzentrale ist die Geschichte mit, drücken Sie die 1 und Sie landen im Controlling, drücken Sie die 2, dann sind Sie beim Geschäftsführer. Beziehungsweise über die automatische Telefonzentrale, wenn ich die vorschalte, habe ich die Möglichkeit, für eine Zentrale zum Beispiel eine Tag-Nacht-Schaltung zu realisieren. Tagsüber geht jemand dran, nimmt die Anrufe entgegen, ab einer bestimmten Uhrzeit läuft eine Bandansage. Dafür benötige ich diese Lizenz, die ist wie gesagt kostenfrei. Das ist grundsätzlich eigentlich über das Phone System alles abgedeckt, aber aus technischen Gründen hat Microsoft hier die Notwendigkeit, nochmal eine Lizenz dran zu hängen. So, kommen wir zum Thema Integration. Wie bekomme ich denn jetzt meine Telefonanlage mit Teams verheiratet? Der erste Schritt ist, ich muss mein Amt mit einem Session Border Controller und dem Phone System verbinden. Meine Telefonanlage kann ich dann mit diesem zertifizierten Session Border Controller ebenfalls verbinden. Wenn ich das Szenario so wähle oder das Setup so wähle, wie wir es jetzt sehen, bedeutet das, mein zertifizierter Session Border Controller hat die komplette Routing-Entscheidung. Das heißt, ich habe dann mein Routing und meine Konfiguration für beide Telefonanlagen, die ja eben in einer Koexistenz
nebeneinander betrieben werden, habe ich an einer neutralen Stelle. Also das heißt, meine Amtsgespräche kommen am Session Border Controller an. Der entscheidet zum Beispiel über LDAP Routing. Geht das Gespräch jetzt an meine Telefonanlage, meine herkömmliche, oder geht das Gespräch in die Cloud zu Teams? Vorteil beim LDAP Routing ist, ich muss nicht immer wieder ins Routing auf dem Session Border Controller eingreifen. Ich brauche hier keine Telefoniekenntnisse in irgendeiner Form, sondern ich nutze mein Active Directory, setze dort Flex, nutze Extension-Attribute, lese dort AD-Attribute aus. Und das macht der Session Border Controller dann im Prinzip jedes Mal automatisch bei jedem Anruf, der reinkommt. Und ich muss nicht weiter ins Routing eingreifen. Was ich bei diesem Szenario habe, ist natürlich gleich zu Beginn, wenn ich den Session Border Controller implementiere, eine Auswirkung auf den Produktivbetrieb. Weil bis hierher ja meine Anlage mit dem Amt verbunden war und ich jetzt eine zusätzliche Komponente zwischenschalte. Das heißt, ich werde Änderungen machen müssen in der Telefonanlage, weil ich jetzt eine andere Instanz vorgeschaltet habe, die mir das Amt simuliert. Ich werde das nicht im laufenden Betrieb machen können, sondern eben eine Downtime brauchen, ein Wartungsfenster. Lässt sich zurzeit in der aktuellen Situation häufig sehr gut kombinieren mit einer Migration von ISDN zu All-IP, wenn Sie die noch nicht vollzogen haben für einen Standort. In der Regel ist das oft ein Parallelprojekt, also je nach Größenordnung, wenn wir hier eine größere Implementierung von Direct Routing haben, dann wird die Migration von ISDN und All-IP ja auch eine gewisse Größenordnung haben. Wenn Sie viele, viele Standorte haben, ist es was einen langen Projektzeitraum in Anspruch nimmt. Aber man könnte das Standort für Standort eben zum Beispiel auch mit so einer Umstellung verbinden. Dann hat man nur einmal die Downtime. Ich kann aber auch genauso hingehen, kann mein Amt da lassen, wo es ist, nämlich an meiner Telefonanlage, und kann den Session Border Controller dahinter hängen. Das bedeutet, ich würde das Routing wie bisher immer über die Telefonanlage laufen lassen, muss mir einfach dessen bewusst sein, dass ich dann aber auch jede Konfiguration, also sprich, ich entscheide, ein Benutzer soll jetzt aus der Telefonanlage raus, soll eigentlich seine Nummer in Teams haben. Ich werde hier immer wieder Konfigurationsänderungen machen müssen, habe ein manuelles Routing, werde eben nicht auf sowas Elegantes wie ein LDAP-Routing zurückgreifen können. Hab dafür aber den Vorteil, wenn es jetzt erstmal so ein Reinschnuppern ist, erstmal ein Anschauen, ein kleiner POC, dass ich keine Auswirkungen auf den Produktivbetrieb habe. Den hätte ich erst dann, wenn ich sage, ich will tatsächlich migrieren, also ich möchte eben nicht langfristig in der Koexistenz bleiben, sondern ich gehe irgendwann hin und sage, ja, das, was ich mir angeschaut habe, das passt. Ich möchte migrieren nach und nach von meiner Anlage weg in Richtung Teams. Dann hätte ich im Prinzip die große Änderung, die auf mich zukommt, am Ende der Migration. Also das heißt einfach die Downtime und den massiven Eingriff in die Telefonieinfrastruktur auf einen anderen Zeitpunkt verlegt. Egal, welche Variante ich wähle, Setup sieht eigentlich immer gleich aus. Also ich muss das Microsoft Phone System konfigurieren, muss dort die Voice-Routen für die Session Border Controller, die ich bereitstelle, anlegen, muss mir dort die Telefonieberechtigungen überlegen, muss gucken, was mache ich mit Discourse-Routing und so weiter und so fort. Also das ist im Prinzip eine einmalige Konfiguration, genauso wie ich den SBC, gerade wenn ich LDAP-Routing, im Prinzip habe ich einmal ein Setup und dann passiert der Rest von alleine. In der Administration ist es so, also so die wiederkehrenden Tasks für Teams, nutze ich die Skype for Business Online PowerShell, so lustig es klingt. Ich habe ja vorhin gesagt, Backend-Infrastruktur für die Telefonie teilt sich Teams nach wie vor mit Skype for Business. Wenn ich Rufnummern zuweisen möchte, kann ich das nach wie vor noch nicht über die GUI tun. Also nicht für Direct Routing Rufnummern. Das heißt, im Teams Admin Center kann ich die Rufnummern für Anrufpläne verwalten und dort direkt an die Benutzer binden. On-Prem Rufnummern, und dazu zählt ja ihr lokaler Telefonanschluss, kann ich nur über die PowerShell zuweisen. Genauso wie die Voice Route, genauso wie, ja, wobei doch die, nee, die
Voice-Route setze ich über eine Policy. Also das könnte ich inzwischen der GUI machen, so ein bisschen zweigleisig, aber einfacher ist es gerade, wenn man einen Onboarding-Prozess hat, den man automatisiert, das einmal per Skript zu machen und das Skript zu integrieren in den Onboarding-Prozess für neue Mitarbeiter oder eben Offboarding für Mitarbeiter, die gehen, und dann ist man da eigentlich ganz fein raus. Was ich habe in diesem Koexistenz-Szenario, ich muss mir einfach schauen, wie gehe ich damit um, wie bekomme ich im Prinzip die Rufnummer von meiner Anlage weg zu Teams hin für einen Mitarbeiter. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Ich nehme ihn hart aus der Anlage raus und sage, die Nummer gibt es hier nicht mehr. Und je nachdem, wo die Routing-Entscheidung liegt, der Session Border Controller macht es eh über das LDAP, über den FLEC. Die Telefonanlage könnte man so konfigurieren, dass man sagt, alles, was du bei mir nicht findest, schick halt mal zu diesem Session Border Controller. Der soll dann mal gucken. Die zweite Option ist, ich gehe mit einer Rufumleitung ins Rennen. Das mache ich in POCs sehr gerne. Das heißt, ich vereinbare mit den Dienstleistern, die die Telefonanlage betreuen, eine Prefix-Regelung. Also das heißt, wenn umgeleitet wird, ein Anschluss auf der Anlage, meinetwegen die 1234 wird umgeleitet auf die 991234, dann wird eine Route gebaut, dass alles, was mit 99 beginnt, rübergeschickt wird zum Session Border Controller. Dann hat man für so ein POC eine gewisse Flexibilität und die Pilotteilnehmer oder die POC-Teilnehmer können dynamisch switchen zwischen ihrem Anlagentelefon und Teams. Ja, kommen wir zu den Callflows. Was bekomme ich am Ende, wenn ich den Session Border Controller hier mit rein integriere? An der Stelle würde ich mal kurz switchen zu meinem Whiteboard. Ich habe meine Telefonanlage. Ich habe meinen SIP-Trank, den ich bedienen muss. Ich habe hier Office 365. Und ich habe einen Teams-Benutzer. Und meinen SBC, den ich hier neu implementiere. Und dann geht's los. Wenn jetzt der Teams-Benutzer einen Kollegen auf der Telefonanlage anrufen möchte, dann möchte ich an der Stelle natürlich Telefonkosten vermeiden. Moment, ich habe hier Ihre Firewall vergessen. Der Teams-User geht mit seiner Anfrage erstmal in die Cloud zum Phone-System. Das Phone-System gibt die Anfrage weiter an den Session Border Controller. Und der Session Border Controller gibt die Anfrage weiter an die Telefonanlage. Das heißt, für diese internen Anrufe, die gehen über den Session Border Controller, die berühren aber niemals das Amt. Das heißt, an der Stelle entstehen mir keine Telefonkosten. Signaling geht in die Cloud. Media geht in die Cloud. Bei dem, was ich jetzt hier gezeichnet habe, bedeutet Internet weg, Telefonie weg. Für den Teams-Benutzer. Wenn der Teams-Benutzer ins Amt telefoniert, sieht es im Prinzip ganz ähnlich aus. Das heißt, er meldet seinen Anruf wieder hier im Phone-System an. Das Phone-System gibt Signaling und Media rüber zum SBC und der SBC geht hier raus ins Amt. Auch hier Signaling and Media, geht alles über die Cloud. Ich muss entsprechend die Firewall vorbereiten. An der Stelle entstehen natürlich Amtskosten, weil ich einen externen Telefonteilnehmer habe. Jetzt habe ich noch eine dritte Variante. Das ist die Geschichte mit Media Bypass. Also das heißt, wenn ich jetzt Media Bypass konfiguriere, egal ob über Traditional Media Bypass oder die neue Option mit Media Path Optimization, sieht es so aus, dass ich dann
mein Signaling in die Cloud schicke. Und das Signaling für den Rufaufbau geht hier zum Session Border Controller. Der gibt es weiter, wenn es ein interner Anruf ist, zum PBX. Wenn es ein externer Anruf ist, zum SIP-Trunk. Und dann kommt der Punkt, an dem ich den Rufaufbau komplettiere, in dem Media mit dazu kommt, also der Audio-Stream. Und der geht dann mit Media Bypass hier direkt an den Session Border Controller und von dem dann jeweils entweder ins Amt, wenn ich den Weg gewählt habe, oder zur Telefonanlage. Das sind die unterschiedlichen Möglichkeiten bzw. die unterschiedlichen Wege, die diese Anrufe nehmen, wenn ich eben parallel meine Telefonanlage und den Session Border Controller betreibe. Ports und Protokolle. Ich habe ja ein paar Mal gesagt, die Firewall-Regeln, die Sie bisher implementiert haben, auch wenn Sie komplett auf Office 365 vorbereitet sind, die werden noch nicht ausreichen. Warum werden die noch nicht ausreichen? Was jetzt noch mit dazu kommt, sind Ports für SIP-Signaling und für Media, speziell hier für Direct Routing. Also das heißt, ich habe nochmal zusätzliche UDP-Ports, die ich für Media öffnen muss. Source-Ports sind fix definiert. Beim Einrichten des SBCs definiert mir im Prinzip diese Seite. Dasselbe gilt für SIP-Signaling. Also das heißt, ich habe hier nochmal TCP-Ports, die ich freigeben muss von dedizierten Adressen aus. Also das heißt, alles, was hier SIP-Signaling ist, geht über den SIP-Proxy. Alles, was Media ist, geht hier über die Media-Processors oder eben die Transport-Relays. Das sind die Codecs, die unterstützt werden von Teams. SILK, G711, G722 und G729. Also ich kann problemlos durchgängig mit G711 konfigurieren. Das ist ja ISDN-Qualität. Wenn ich Bandbreitenknappheit habe, dann geht es letztendlich los, dass ich mir überlegen muss, ob ich Transcoding einsetzen muss. Transcoding kann eben je nach Hersteller, je nach Gerät, was ich verwende, Zusatzkosten verursachen, die ich dann aber eventuell investieren muss, wenn meine Bandbreite es nicht hergibt, dass ich wirklich mit G711 komplett durchgehe. Ein paar Punkte zur Migration. Also das heißt, bis hierher sind jetzt alle Zuhörer fein, die sich einfach nur dafür interessiert haben, wie kriege ich dann im Parallelbetrieb jetzt erstmal hin, um es mir anzuschauen. Was muss ich wissen, was muss ich benutzen, was muss ich einsetzen, um sowohl meine Telefonanlage zu nutzen, als auch Teams nutzen zu können. Für all diejenigen, die dann überlegen, den nächsten Schritt zu gehen, die sagen, hey, meine Benutzer, meine Anwender sind mit Teams Direct Routing so fein und so happy. Wir brauchen die alte Telefonanlage nicht mehr. Der Wartungsvertrag läuft aus. Jetzt wäre ein günstiger Zeitpunkt. Wir müssten neu investieren. Jetzt machen wir einen Schritt komplett zu Teams. Was muss ich mir bei der Migration betrachten? Endgeräte. Wenn es nicht machbar ist, dass ich nur über Soft-Clients telefoniere, das kommt jetzt eigentlich mehr und mehr, das ist mehr und mehr im Projektfokus, aber nach wie vor gibt es doch Use Cases an der einen oder anderen Stelle, die dazu führen, dass ich Hardware einsetzen muss, also SIP-Endgeräte. Ganz einfach ist es, wenn ich Teams-zertifizierte Telefone nehme, dann habe ich keinen Schmerz. Das heißt, diese Telefone laufen über Microsoft Phone Systems sind full-featured. Ich habe eine Presence, also das heißt, wenn ich mit so einem Gerät telefoniere, sehen auch alle meine Kollegen in Teams, dass ich jetzt am Telefon bin zum Beispiel. Ich kann alle Teams-Funktionalitäten nutzen, die ich im Phone System konfiguriere. Ich brauche dafür zusätzliche Microsoft-Lizenzen, das, was ich vorhin gezeigt hatte, Telefon für den öffentlichen Bereich oder eben Teams Room System. Ich habe über das Admin Center ein Zero-Touch-Deployment. Das heißt, ich kann Konfigurationsprofile verwalten, schließe dieses Telefon über Plug and Play an und es tut. Ich kann die Geräte zentral im Admin Center verwalten und wie gesagt, Teams Voice Routing, kann alle Features nutzen.
Jetzt kommen aber viele Kunden immer wieder und sagen, hey, wir haben doch aber da 500 Telefone rumstehen, die sind noch gar nicht so alt, die sind doch SIP-fähig, kann ich die nicht mit Teams benutzen? Dazu sage ich immer jein. Also ich kann die selbstverständlich an einem anderen Registrar registrieren. Ich kann die alle an dem Session Border Controller registrieren. Was ich dann habe, ist, ich muss dort einfach zusätzliche Lizenzen einspielen. Dann können die Telefone sich darüber registrieren und eine Nummer ziehen. Ich habe aber einen unglaublichen Verwaltungsaufwand. Also das heißt, der Betriebsaufwand ist signifikant höher im Vergleich wie zu einem Teams-zertifizierten Telefon. Ich habe im Gegenzug für diesen viel höheren Betriebsaufwand muss ich Funktionsverluste in Kauf nehmen. Die zum Beispiel, ich sehe eben nicht, wenn jemand an dem Telefon telefoniert, dann ist er in Teams trotzdem verfügbar und grün. Ich habe Third-Party-Lösungen, die sowas in Teilen abfangen können. Hängt immer ein bisschen von den IP-Telefonen selber ab, was die so alles können und mitbringen. Und ich muss sehr viel manuell verwalten. Und dann kommt noch dieser Faktor dazu, ich kann mit diesen Telefonen nicht kostenfrei an einer Teams-Konferenz teilnehmen. Also das heißt, wenn ich die jetzt auch noch im Besprechungsraum stehen lasse, alte Konferenzspinnen zum Beispiel, die IP-fähig sind, dann wählen die sich wirklich immer übers Amt in eine Konferenz ein. Und das kann ruckzuck teuer werden. Was hier Sinn macht, definitiv für diese Geschichte mit Gerät am Session Border Controller zu registrieren, sind SIP-Türöffner. Also das ist ein gängiges Szenario. Das heißt, das ist überhaupt kein Problem, diese Geräte umzuhängen und darüber weiter zu betreiben. Dasselbe gilt für analoge Endgeräte. Auch da gibt es einen ganz einfachen Weg. Ich nehme ein ATA, ein zertifiziertes, was eben der Hersteller meines Session Border Controllers unterstützen kann. Hänge da meine analogen Endgeräte dran, dann sind die von der Telefonanlage weg und habe den nächsten Schritt in der Migration getan. Große Bauchschmerzen bereiten DECT. Also es gibt definitiv keine DECT-Lösung am Markt, die zertifiziert ist für Teams oder Skype for Business Online. Also für Microsoft Cloud-Lösungen. Das heißt, was kann ich tun? Ich kann meine Legacy-Infrastruktur für DECT weiter betreiben. Ist immer so eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Wie lange will ich das tun? Ich muss ja dann noch die Telefonanlage weiter betreiben, habe die Wartungskosten weiterhin. Das heißt, das wäre dann ein langfristiger Koexistenzbetrieb. Wenn ich die Telefonanlage wirklich abschalten möchte, habe ich die Möglichkeit, Mobility über Smartphones zu implementieren. Also das heißt, auch da gibt es inzwischen günstige Tarife, günstige Möglichkeiten, wenn ich mit den Smartphones sowieso nur intern über das Wi-Fi gehe und dann eben die Teams Mobile App nutze und darüber die Telefonkosten erzeuge. Das haben sich einige durchgerechnet und es ist wohl eine sehr valide Lösung. Eine andere Alternative wären Wi-Fi-Telefone von Spectralink. Für beides ist die Voraussetzung, dass ich mir meine Wi-Fi-Infrastruktur an den Standorten anschaue, an denen ich vorher DECT betrieben habe. Es ist ein Unterschied, ob ich Wi-Fi für Laptops ausgelegt habe, für Datentransfer oder ob ich Wi-Fi für VoIP ausleuchte. Das heißt, an der Stelle würde ich wirklich zwingend eine Neuausleuchtung empfehlen, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Wi-Fi für VoIP optimal vorbereitet ist. Jetzt sind wir an einer Stelle, an der ich dann aus Zeitgründen gerne springen würde. Das heißt, welche Funktionen Sie bekommen, denke ich, haben Sie schon so ein bisschen eine Idee, sonst würden Sie sich nicht ganz so dafür interessieren. Die Folien bekommen Sie im Nachgang, das heißt, den Überblick könnten Sie sich darüber gut selbst nochmal verschaffen. Ich würde hier gerne den Raum öffnen für Fragen.